Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe wieder unsere QS24 Ernährungsexpertin hier im Haus, um mit ihr wieder mal eine Staffel zu machen über wertvolle Informationen in Bezug zur Ernährung. Und heute möchten wir mit ihr über das Thema Demenz und Alzheimer sprechen, und zwar in der Prävention. Was können Sie und ich zu Hause jetzt schon tun, um hier die Gefahr einer möglichen Erkrankung möglichst tief zu halten? Das ist das Thema. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Herzlich willkommen, liebe Laura. Danke, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Ja, du bist einfach die Kompetenz, und ich staune immer wieder, was du alles weißt in deinen jungen Jahren. Es ist einfach unglaublich. Und ich weiß, du hast schon große Fangemeinde jetzt auch hinter dir. Und die möchten wir jetzt einfach noch ein bisschen erweitern und zeigen, dass Ernährung wirklich eine ganz bedeutende Sache ist für unsere Gesundheit. Und leider finde ich es nach wie vor traurig, dass es nicht eine Volksgesundheit gibt, dass der Staat uns ganz klar aufdoktriniert. Alle chronischen Erkrankungen haben einen Zusammenhang mit Ernährung, und das ist immer noch kein Thema. Dafür reden wir über tausend andere Dinge, aber nicht die wesentlichen Punkte. Und das möchte ich gerne mit dir anschauen, denn Alzheimer und Demenz ist eine chronische Erkrankung. Und ich glaube, alle anderen, wo wir Bluthochdruck, Diabetes und so weiter, können wir gleich in den gleichen Topf reinschmeißen, oder? Ja, plus minus. Also die neurodegenerativen Erkrankungen sind schon auch auf dem Vormarsch. Und es gibt ja, wenn wir die Alzheimer-Erkrankung unterteilen, gibt es ja die vaskuläre oder die Demenzerkrankung, die vaskuläre Demenz, die mit Bluthochdruck auch zu tun hat, häufig auch beim metabolischen Syndrom so mögliche Langzeitfolge sein könnte. Es gibt die durch Traumata verursachte Demenz, Hirnverletzungen. Aber die weitaus häufigste Demenz ist die Alzheimer-Demenz, die damals von Alois Alzheimer geprägt wurde, deshalb der Name. Und da ist sich die Wissenschaft irgendwie nicht so ganz klar darüber, oder man forscht halt immer noch, wie kann man das therapeutisch oder medikamentös therapieren, und geht eigentlich davon aus, dass es Ablagerungen sind, Eiweißablagerungen, Plaque oder diese, also sind Amyloid-Plaque oder Tau-Proteine genannt, genau. Und spannend ist, dass es dass nicht jeder, der die Plaque hat, organisch gesehen auch eine Alzheimer-Demenz entwickelt. Da gab es eine ganz, ganz interessante Untersuchung schon eine Weile her, ich glaube, es war im Raum Amerika, bei Nonnen. Da hat man bei über 600 Nonnen regelmäßig Intelligenztests gemacht oder einfach Gedächtnistests mehrmals, jeden Tag über eine längere Zeit, und hat dann, als sie gestorben sind, geschaut, man hat das Hirn untersucht und geschaut, haben diese Nonnen diese berühmten Plaque, diese Ablagerungen, diese Tau-Proteine. Und man war erstaunt, sie hatten diese Plaque, wie viele andere alte Menschen, aber sie haben sehr gut abgeschnitten oder überdurchschnittlich im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Kein Alzheimer und kein Demenz entwickelt. Ja. Genau. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es sinnvoll, Medikamente gegen diese oder ja zur Prävention dieser Plaque, diese Plaque zu bekämpfen im Gehirn, oder sind es vielleicht noch andere Faktoren? Und da spielen eben Verhaltensmuster und vor allem unser Umfeld, wo wir drin leben, da müssen wir jetzt im Zusammenhang auch mit der aktuellen Weltsituation auch ein bisschen hellhörig werden. Und natürlich die Ernährung eine sehr, sehr große Rolle. Das sind Faktoren, die wir, denke ich, besprechen sollten. Ja, so sehe ich das auch. Und ich finde eben auch, dass das etwas ist, was jeder wissen müsste, dass Ernährung eine Kausalität hat zu unserer Gesundheit. Natürlich ist es meiner Erachtens nicht so, oder aus der schulmedizinischen Sichtweise so, dass wir nicht die Verantwortung für unsere Gesundheit einfach der Pharmazie abgeben dürfen, die natürlich mit ihren Mitteln forschen und das Bestmögliche suchen, um an Alzheimer und Demenz zu behandeln. Das verstehe ich völlig. Mhm. Aber sie werden uns nie auf den Weg der Ernährung führen, weil das ist ja für sie auch kein Business. Logisch nicht. Es ist unsere Sache, mit uns, mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Ja, es hat eben viel damit zu tun, wie wir Selbstfürsorge betreiben.
Also unser Hirn, was ja, sage ich mal, in der jetzigen Generation das Hauptorgan ist, würde ich mal behaupten. Also es gab, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte kaum eine Zeit, wo wir so stark Hirn- oder kopflastig unterwegs waren. Deshalb ist Alzheimer-Demenz auch eine sehr große Angst in der Bevölkerung. Wir sehen das bei Vortragsreihen, dass wir da immer ausgebucht sind, auch von jüngeren Menschen aufgesucht werden, um eben zu verhindern, eine Alzheimer-Demenz zu kriegen, weil es doch auch erschreckend ist, wenn man das mal im eigenen Familienumfeld erlebt hat, nicht mehr erkannt zu werden, Dinge zu vergessen, nicht mehr sich selbst sein zu können, vielleicht sogar eine Aggressivität entwickelt. All diese Symptome, die man auf jeden Fall verhindern will. Und ich habe dann mal über Gerald Hüther, der für mich auch ein großes Idol ist, ein sehr weiser Mensch, irgendwie erinnert er mich so ein bisschen an Albus Dumbledore von Harry Potter. Ich finde ihn super, der hat auch so eine Gelassenheit. Und er sagt ja auch, Gelassenheit hilft. Und das ist, denke ich, eben der Nährboden, wenn wir über das Hirn sprechen. Und Gerald Hüther ist ja ein Hirnforscher. Dann ist es ganz wichtig zu verstehen, was nährt oder wie können wir den optimalen Nährboden nicht nur für unser Gehirn, überhaupt für Gesundheit schaffen. Und er hat drei ganz wichtige Komponenten genannt. Und ich denke, das ist aktuell relevanter denn je zuvor. Und das ist einerseits die Verstehbarkeit, dass man das, was da draußen passiert, versteht, irgendwie einordnen kann in ein Weltbild, das irgendwo stimmig ist. Dann die Wirksamkeit, dass man auch sich einbringen kann in eine Welt, dass man sie mitbestimmen kann, dass man aktiver Teil davon sein kann und mitgestalten kann. Und der dritte Punkt ist die Wichtigkeit von einem Sinn, dass es eine Sinnhaftigkeit hat. Also dass man versteht, warum man jeden Tag aufsteht, für welche Arbeit man aufsteht und dass man eine Sinnhaftigkeit dahinter sieht und dann auch gerne aufsteht und dann auch, das ist wie ein Motor, der einen aufrechterhält. Und diese drei Faktoren führen eigentlich zu einem Kohärenzgefühl. Das ist ein ganz wichtiger Begriff in der Salutogenese, in der Gesundheitserhaltung, die Antonovsky damals schon geprägt hat. Und dieses Kohärenzgefühl ist eigentlich ein Gefühl von Harmonie. Und das ist das, was die Leute, ich denke, im Verlauf vom letzten Jahr oder auch immer noch vermissen. Und das, ich denke, das ist auch die Ursache für viele oder für dieses explodierende Zahlen der Depression bei Jugendlichen, aber auch bei Kindern und Erwachsenen. Und das ist eben der Nährboden für Demenz, wenn das fehlt, wenn wir nicht mehr verstehen, was hier passiert, wenn wir nicht mehr wirksam sein können, wenn wir passiv werden, über unsere Köpfe entschieden wird. Und ich denke, die Ernährung hat einen besonderen Wert, weil wir mit der Ernährung, die Ernährung können wir selber entscheiden eigentlich. Wir haben da ein großes Wirkspektrum. Wir können jeden Tag selbst Fürsorge pflegen und etwas Sinnhaftes für uns tun. Und das kann eine Art Kohärenzgefühl erschaffen, was eben jetzt in der breiten Bevölkerung fehlt. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Milieu, um eben vor allem auch Demenz vorzusorgen. Also diese drei Probleme, die du jetzt gerade gesagt hast, von Gerhard Hüther, ist etwas, was wir eigentlich mit unserem eigenen Verstand irgendwie einordnen müssen und eine Lösung finden müssen, auch wenn wir sie jetzt unmittelbar nicht sehen, müssen wir halt einen Weg suchen, um hier ein Verständnis aufzubauen. Ja. Also es ist nicht nur die Ernährung, sondern auch die Psyche selbst ist ein ganz wichtiger Punkt zu unserer Vorsorge. Ja, und es geht Hand in Hand. Also ich sehe häufig, dass die Ernährung ein Ventil für eine Psyche ist, die nicht in der Balance ist. Ein Kompensationsmechanismus, der automatisch und sehr einfach über die Ernährung laufen kann. Der Klassiker ist dann das Süße. Man sagt, hochintelligente Menschen, die sehr gerne Süßigkeiten haben, tendieren dann eben eine Demenz zu entwickeln. Weil es eben auch natürlich Stoffwechselfaktoren gibt, die diese Neurodegeneration befeuern. Und das Hauptthema ist das, was du angesprochen hast, auch das Thema Angst. Also Angst ist eine
ein Zustand, man muss das mal abstrahieren vom Emotionalen gesehen auf den Stoffwechsel. Übersetzt bedeutet das, dass wir nicht, dass wir im Überlebensmodus sind, hormonell gesehen, neurotransmittermäßig, wir atmen oberflächlicher. Es ist alles auf Angriff oder auf Flucht programmiert. Und es ist nicht der Zustand, wo Zellen erneuert werden, was sehr wichtig ist fürs Hirn, die Neuroplastizität erhalten zu können. Dafür braucht es Entspannung und Freude, Lebensfreude und das Gefühl, geliebt zu werden und etwas Sinnhaftes machen zu können. Und eben neue Lösungen finden. Und wenn wir in der Angst sind, sind wir in einer Starre. Wir können dann keine neuen Wege finden. Und um noch eine andere große Persönlichkeit zu zitieren, ist Vera Birkenbiel. Die kennst du bestimmt auch. Und sie sagt, man muss eigentlich jeden Tag einen neuen Gedanken denken, um immer neu, um die Diversität der Verknüpfungen im Gehirn möglichst hoch zu halten. Wenn wir in einen Alltagstrott geraten und immer dieselben Lösungen für dasselbe Problem hervorziehen, dann ist das wie eine Autobahn in unserem Hirn. Das ist ein Pfad, der oft gelaufen wurde und sehr breit wird. Und wir tendieren dann sehr schnell, diesen alten Weg einzuschlagen. Das sind diese Verhaltensmuster, auch was die Ernährung angeht. Und eigentlich geht es darum, möglichst flexibel zu bleiben. Und flexibel bleibt man, indem man immer wieder neue Gedanken denkt und sein Umfeld auch ein bisschen eine Unsicherheit entsteht. Das kann auch eine Chance sein jetzt in dieser Situation, wo wir alle sind. Es sind neue Lösungen gefragt und die Leute, die den Mut haben, neue Wege zu gehen, werden eine Demenzprophylaxe machen eigentlich, weil sie ihr Hirn wie fit halten. Es ist wie Sport für das Hirn. Auch Spiele spielen das ist Kreuzworträtsel im Alter. Das sind so Sachen, die Hirntrainings, die wir da machen können. Mhm. Habe ich auch schon gehört. Und jeden Tag was anderes anfangen mit dem rechten Bein statt mit dem linken Bein in die Hose. Zähne putzen mit der linken Hand statt mit der rechten und. Das sind einfach solche Dinge, der ganze Ablauf ist immer anders. Ja, sich selbst aus der Comfortzone mal rausnehmen, ganz bewusst. Ja. Mhm. Und dann werden nicht nur die Autobahn gefüttert, sondern eben auch Nebenpfade, dann neurologisch natürlich die Energien durchfließen. Du hast doch das Thema Angst angeschnitten. Ich finde, das ist sowieso ein ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Der Professor Schubert von der Psychoneuroimmunologie in Innsbruck, der warnt extrem im Zusammenhang mit der Angst, dass dies eine Langzeitfolge hat, die unabschätzbar ist, von Lebenserwartungskürzungen bei Kindern. Ja, bis hin eben zu Alzheimer, Demenzentwicklungen. Das ist, finde ich, nur eine fürchterliche Geschichte. Ja, das ist etwas, was eben so nicht direkt spürbar ist. Oder? Das ist nicht ein Infekt, den man jetzt akut realisiert, eine Direktfolge, sondern die wirklich gefährlichen Themen sind die latent sich entwickeln. Und bis zur Diagnose von einer Alzheimer-Demenz vergehen 30 Jahre. Selbes Thema mit Krebs. Also das hat eine lange Inzidenzzeit, bis es wirklich manifestierbar oder von der Schulmedizin erkennbar wird und diagnostizierbar wird. Mhm. Und deshalb ist Prävention so wichtig, also Prävention als die Medizin überhaupt. Und deshalb ist auch diese Sendung wichtig, dass man die Leute jetzt im gesunden Zustand sensibilisiert. Was können sie als Selbstwirksamkeit schon jetzt üben in ihrem Alltag und mit der Ernährung eben sehr viel beitragen. Mhm. Ich hätte auch gedacht, dass unser Gespräch vollständig über Ernährung geht, aber ich finde es gut, dass wir zuerst bei der Psyche anfangen. Ja, ohne das geht es nicht. Ja, ich habe es jetzt einfach nicht sofort auf dem Schirm gehabt. Ich verstehe es völlig und das ist cool. Ich habe nämlich auch mal gelesen, dass im hohen Alter eine Fremdsprache zu lernen, die Alzheimer und Demenz Risiko massivst reduziert. Und dann muss man sich überlegen, aus welcher Motivation macht man das? Es ist interessant, Gerald Hüther hat gesagt, wenn ein 65-jähriger Mann sich in eine Chinesin verliebt, dann wird er auch mit 65 Chinesisch lernen, weil er das aus einer intrinsischen Motivation macht. Mit jeder Zelle will er sie verstehen. Ja, oder? Logisch. Und das ist wirklich spannend, wenn man das anders sieht, als wenn man jetzt sagt, okay, ich lerne eine Sprache, um etwas zu verhindern, dann ist das eine ganz andere Motivation. Also es muss
eigentlich eine Herzensangelegenheit werden. Mhm. Und deshalb sprechen wir jetzt zuerst gar nicht über die Ernährung. Das ist auch, kann auch ein, bei mir in der Beratung kann das so jetzt ablaufen, dass man vielleicht gar nicht direkt über die Ernährung spricht, sondern zuerst schaut, wo ist, wo liegt der Herzenswunsch und dann dieses, diese Motivation, zu erreichen, diese Compliance dann zu erreichen und dann das Wissen um die Ernährung. Ich denke, jeder weiß, dass zum Beispiel, oder ich hoffe, dass zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren unheimlich wichtig sind für das Hirn, oder dass Mahlzeitenrhythmus, der keine hohen Blutzuckerkurven nach sich zieht. Also das heißt, Mahlzeiten, die so zusammengesetzt sind, dass sie genügend Eiweiß und vor allem Gemüse und natürlich Kohlenhydrate drin haben, aber so diese Verteilungsmuster, all diese Faktoren sind, die viele wissen das rational, aber die Umsetzung, die ist zum Teil scheitert die natürlich sehr häufig im Alltag. Und deshalb ist es wichtig, nochmal einen Schritt zurück zu machen und zu überlegen, hey, warum, wo ist meine Motivation? Welches ist mein Herzenswunsch? Und dann ist die, und dann ist das Gelingen eines solchen Vorhabens, sei es eine neue Sprache zu lernen oder die Ernährung komplett umzustellen, eine ganz andere Sache. Dann ist das mit Freude verbunden und dann funktioniert's. Mhm. Verständlich, klar. Mhm. Also dieser emotionale Bereich ist sehr, sehr bedeutsam. Und was ist mit Menschen, die jetzt eigentlich schon bereits so in einer Stufe drin sind von angehenden Vergesslichkeiten? Ist da immer noch noch gar nichts verloren? Da kann man noch alles machen, indem man rigoros wirklich Ernährung und diese psychische Seite anschaut und versucht, hier einen Punkt zu finden, wo Begeisterung drinsteckt. Mhm. Ich sage, Gesundheit kann immer entstehen. Der Funke ist immer drin. Die Frage ist, wie viel Aufwand ist der Mensch noch bereit zu betreiben oder wie viel Kraft hat der Mensch noch, diese Veränderung anzugehen? Häufig ist die Alzheimer-Demenz tritt in einem späteren Alter auf, sage ich mal in der dritten Lebensphase, im dritten Drittel, sage ich mal, so gegen Ende hin. Und häufig ist die Energie dann einfach auch nicht mehr dieselbe. Die Willenskraft lässt nach. Und dann ist es wichtig, dass sie Unterstützung haben und dass man ein Umfeld schafft, wo eine Ernährungsumstellung auch machbar ist. Und ich denke, es ist immer möglich, Gesundheit zu erschaffen. Das hat mit der innere Funke, wenn der da ist und ein Ja, nicht ein Jein zur Gesundheit, sondern ein komplettes Ja, wenn man das noch in der Lage ist zu entwickeln, dieses Jahr, dann ist es immer möglich, denke ich. Jetzt kommt mir gerade noch etwas in. Der Dr. Kurt Musetter war kürzlich da und hat mir auch nur gesagt, Demenz und Bewegung steht auch in einer Kausalität drin. Mhm. Das sei auch Studien, da weißt du sicher auch mehr darüber. Ja, wir haben hier zwei Körperhälften. Wir haben zwei Augen, zwei Nasenlöcher, zwei Ohren, zwei Hirnhälften. Mhm. Und die beiden Hirnhälften sollen auch beide betätigt werden. Und interessant ist, dass wenn wir beide Körperhälften auch nutzen, indem wir laufen, indem wir Bewegungen machen, es gibt ja auch diese hirnaktivierenden Übungen mit überkreuzt und auch Sport, oder? Ich denke, das ist einerseits diese Tätigkeit beider Körperhälften, die beide Hirnhälften aktivieren, und andererseits auch der Sauerstoff, der ins System kommt, und eine aerobe Energiegewinnung. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Es ist häufig auch eine Mitochondriopathie, also ein Untergang der Zellkraftwerke in unserem Hirn. Und die Mitochondriopathie, kann man fast sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich die wahre Pandemie und wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Leute müde sind, also Müdigkeit, Abgeschlagenheit, aber auch MS, andere neurodegenerative Erkrankungen oder auch Kopfschmerzen zum Beispiel, ganz typisch. Und das sind Faktoren, wo wir auch über Mikronährstoffe sprechen müssen, wo dann die Hirnaktivität natürlich über diese Mitochondrientätigkeit mitbestimmt ist. Und Sport ist da ein ganz wichtiger Faktor, um auch das Hirn und diese Art der Energiegewinnung wiederherzustellen. Mhm. Da erinnere mich auch gerade, Professor Brigitte König hat mir das auch mal gesagt, wenn die Mediziner dann wirklich mal die Mitochondrien
in ihren Therapieplan mit einbeziehen, dann werden wir eine ganz neue Ära erleben. Ja. Weil das ist ja die Schaltzentrale, weil diese ATP-Produktion, jede Krankheit kommt aus Energiemangel, also müssen wir doch schauen, dass die Kraftwerke mehr Energie produzieren. Ja. Oder hinterfragen, warum sie es nicht machen, oder? Ja, genau. Und das spielen eben so Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel Schwermetallbelastung oder toxische Metalle wie Aluminium. Ist doch auch ein Thema bei Demenz, Alzheimer, ein Prävention, oder? Ein großes Thema. Und die Blut-Hirn-Schranke, die doch bei vielen Leuten durchlässiger wird, als man glaubte. Das hängt einerseits mit der Durchlässigkeit des Darms offenbar zusammen. Leaky Gut und Leaky Brain oder Leaky Brain, Blut-Hirn-Schranke scheinen einen Zusammenhang zu haben. Und auch Strahlung könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch diese Blut-Hirn-Schranke verändert und vielleicht gewisse Stoffe vermehrt, Toxine vom Darm vermehrt ins Hirn gelangen. Und auch Metalle, mit denen wir in Kontakt kommen, leider und immer mehr tendenziell, Cadmium, aber eben vor allem Aluminium, was ja im Ruf steht, eigentlich der Grund zu sein, warum Demenz so im Vormarsch ist, unter anderem. Aber weißt du, auch da braucht es Aufklärung. Ich habe so viele Leute jetzt auch im Sommer wieder gesehen, die ja irgendwie ein Stück Fleisch braten auf einer Aluminiumschale. Am besten mit Zitrone noch. Ja, natürlich, unbedingt. Aber ich meine, das Bewusstsein ist gar nicht da, weil diese Artikel werden ja zum Verkauf angeboten und es wird nicht angeboten werden, wenn es schädlich wäre. Aber dass man es einfach verstehen muss, dass Aluminium und ein Stück Fleisch drauf, dass hier eine chemische Reaktion stattfindet und das Aluminium ins Fleisch geht, das muss man einfach auch mal sagen, oder? Ja, es ist ja nicht nur in der Grillsaison das Thema, sondern wir haben es auch als Rieselhilfe im Salz. Wir haben es in den Kaffeekapseln, wir haben es leider auch in dieser italienischen Bialetti, diese beliebte, kantige Bialetti. Ja, die sind ja aus Aluminium. Ja, da gibt es inzwischen auch Chromstahl-Varianten. Ja. Also ich empfehle das dann den Leuten, hey, wechselt doch, weil die Kaffeesäure durchaus auch in der Lage sein kann, diese Aluminiumbestandteile abzutragen. Deshalb sollte man die ja auch nicht rausschruppen, weil diese Fettschicht, die Ölschicht vom Kaffee eine Art Schutz ist offenbar. Mhm. Aber trotzdem, das sind diese Faktoren. Mhm. Und möglicherweise ist das auch ein Grund, warum die Darmflora dann auch sich verändert mit diesen toxischen Metallen. Und dann Darm-Hirn-Verbindung, das haben wir so jetzt noch gar nicht angesprochen. Wir haben ja eine Darm-Leber-Hirn-Verbindung. Und Klaus-Dietrich Runow hat auch Bücher geschrieben, ein super Umweltmediziner, der auf diese Zusammenhänge aufmerksam macht und sagt, wenn Gifte, Umweltgifte auf die Nerven gehen, also das ist wirklich, scheint ein großes Thema zu sein und über den Darm eben diese Verbindung. Dann sind wir wieder beim Elektrosmog oder beim Cadmium in der Luft aufgrund auch, von Autoabgasen und, oder? Ja, ich denke, es ist nicht mal so sehr, für mich ist CO2 nicht mal so sehr im Vordergrund, sondern was kommt da auch noch raus? Mhm. Also es sind wirklich diese Verbrennungsstoffe, die wir auch einatmen und über die Nahrung, über Wasser, über Lebensmittel indirekt kriegen, über Reis zum Beispiel oder auch bei Zigaretten im Papier und über Farbstoffe zum Beispiel, die wir in verschiedenen, wir haben über eine E-Nummer gesprochen, die wir auch zu uns nehmen. Und es ist, ich denke, die einzelnen Substanzen wären nicht toxisch, aber die Summe und vor allem die Summe verschiedener toxische Metalle, das ist problematisch. Und da müsste man eigentlich über so, also wenn wir jetzt mal noch in die konkrete Umsetzung gehen, vielleicht noch gegen den Schluss, sind so Dinge wie zum Beispiel Zeolit, wenn das ein Medizinalprodukt ist. Ah, toll, bravo. Gerade letzte Woche war Professor Karl Hecht. Ja. Der 97-jährige Guru, der hat mir ein Statement gehalten über Zeolit über eine Stunde. Ich lief da mit gefalter Kiefer runter. Das war unglaublich. Ja, es ist hochspannend, was das auch eine Leberentlastung macht, weil wir im Darm vieles binden können. Es geht ja nicht ins System, aber es bindet dies durch diese Ionen Metalle an sich und dadurch sogar die Knochendichte nimmt zu. Weil Calcium nicht mehr diese Verbindung macht mit Aluminium. Also Aluminium kann Calcium
offenbar auch binden, so dass es nicht aufgenommen wird. Also dann nehmen wir Calciumkapseln und in Vitamin D und vergessen, dass da vielleicht, dass das gar nicht ins System reingeht aufgrund dieser Belastung. Also entgiften und eben letztendlich wäre das ein ganz wichtiger Punkt, ja, mit Zeolithen zu arbeiten. Ja, bei Zeolith ist es aber wichtig, dass man wirklich eine gute Qualität pharmazeutische hat. Pharmazeutische Version. Ja, weil genau, es gibt wirklich auf dem Markt günstige Produkte, die dann selbst belastet sind und man sich dann noch mit Metallen belastet. Also es ist wirklich, da spielt die Qualität eine große Rolle. Großartig. Hier redet alle Experten die gleiche Sprache. So schön zu hören. Cool, wirklich, danke. Weiter? Ernährungstechnisch vielleicht noch. Ich habe schon angesprochen, sind natürlich, also muss man sich mal überlegen, woraus besteht das Hirn. Es ist vor allem Wasser. Vergisst man häufig, oder? Man redet dann über die Fettsäuren und die Mineralien, aber an allererster Stelle ist es mal ein Wasser, sauberes Wasser, genügend Wasser, damit die Hirnleistung funktioniert und natürlich auch andere Faktoren wie die Entgiftung über die Niere. Also Wasser trinken ausreichend, das ist schon mal Number One für die Vorsorge von Demenz. Dann, was dazu kommt, sind, ich habe ja auch schon darüber gesprochen, sekundäre Pflanzenstoffe. Also das heißt, kommt nur in Pflanzen vor, diese Farb-, Geruch-, Aromastoffe, die man in reifen Früchten, Gemüsen, aber auch Nüssen, Hülsenfrüchten drin hat. Die sind wirklich unheimlich potent, sehr stark antioxidativ und offenbar wirken die auch indirekt antidepressiv aufs Hirn, weil sie eben diese Entzündung hemmen können. Und dann sind es Mineralien, die eventuell durch Metalle gebunden nicht aufgenommen werden oder auch über Stress vermehrt verbraucht, ausgeschieden werden. Wir sprechen da auch über Magnesium als wichtiger Kofaktor in der Mitochondrien-Energiegewinnung, aber auch Kalium, was als erstes ausgeschieden wird bei Stress und Angst, also Kalium, Magnesium. Aber auch Natrium, das sind eigentlich die Stoffe, die Elektrolyte, diese Reizübertragung überhaupt ermöglichen. Dann aber auch Dinge wie Eisen, was nicht nur für die Blut, für die Hämoglobin-Geschichte und Sauerstofftransport relevant ist, natürlich auch Sauerstoff fürs Hirn, aber auch die Mitochondrien sind abhängig davon. Und wenn wir in einer Entzündung sind, ist ja interessant, dann schützt sich der Körper vor zu viel Eisen. Und dann haben wir die Geschichte, dass der Körper gar nicht in der Lage ist, richtig Eisen aufzunehmen, weil die Leber also einen Stoff produziert, der das blockiert im Darm. Aber es ist ein großes Problem gerade bei vielen Frauen, bei oder? Bei Frauen, die dann noch starke Menstruationsblutung haben, genau. Da haben sie beschissene Eisenwerte und auf der anderen Seite irgendwo eine Entzündung und sie kriegen das Eisen nicht rein. Und werden immer müder und kompensieren dann mit Süßem. Und dann sind wir beim anderen Thema, dass das Süße, diese Zuckerspitzen, also diese Hochs und Tiefs, die wir dann kompensatorisch mit Süßem erreichen, das ist natürlich wie Gift fürs Hirn. Also diese starken Blutzuckerschwankungen, das ist wirklich für kein Organ hilfreich. Ja. Da sind wir wirklich beim Stoffwechsel, wie du gesagt hast, wenn wir es in denselben Topf, Diabetes und so weiter, es geht schon in die Richtung. Man sagt dem ja auch Diabetes Typ 3, der Demenz, was ja auch bei ADHS ein Thema ist, dass der Zucker nicht mehr wirklich in die Zelle geht, im Hirn, und da auch Galaktose ganz spannend sein kann. Galaktose, du nickst. Ja, es ist ein Substrat. Habe ich auch erst seit 2 Wochen gehört. Ja, einen Zucker, es gibt ja auch essentielle Zucker und die scheinen offenbar eben die Energiegewinnung zu fördern, ohne den Blutzucker so stark zu tangieren und kommen in die Zelle rein, auch wenn da eine gewisse Insulinresistenz ist. Also eigentlich ist, man könnte sagen, Demenz auch eine Insulinresistenz im Gehirn. Und das hat viel mit Entzündungen auch zu tun. Und deshalb alles, was entzündungshemmend ist, ist auch demenzprophylaktisch. Eine richtige Energiebombe fürs Hirn, um wieder richtig Energie zu produzieren, ist die Galaktose tatsächlich. Ja. Wir haben es jetzt hier auch für den Kaffee. Kostet spannend. Allerdings 100 Franken so eine Dose, teuer, gell? Ja. Also das ist schon eine kostbare Geschichte. Ich gehe dann eher den Schritt vorher und probiere dann über die Ernährung viele Antioxidantien reinzubringen. Und ein Heilpilz, der Nervenheilpilz schlechthin, ist der Heritium. Das ist der Igelstachelbart auf Deutsch oder Löwenmähne bekannt. Hochspannend, wirkt sowohl im Darm, also Schleimhaut regenerierend, auch bei entzündlichen Geschichten, Magenproblematiken, und aber auch Nerven
wachstumsfördernd. Er hat diesen Nerve Growth Factor drin, offenbar. Finde ich unglaublich, oder? Ich meine, Pilze sind wirklich, ich glaube, etwas vom Intelligentesten, was die Natur zu bieten völlig hat. Völlig unerforscht noch. Langsam kommt's, ja. Ja, ja, und auch das Mikrobiom grundsätzlich, also die verschiedenen Bakterienstämme, die es gibt. Also ja, und man spricht ja inzwischen auch von einem Virom, dass es Viren im System gibt, ein körpereigenes, gesundes Virom. Mhm. Und dann eben auch die gesunden Pilze. Mhm. Und die Pilze als Heilmittel, also die Vitalpilze, sind wirklich eine sehr wertvolle Ergänzung. Also auch bei Parkinson, auch bei MS und bei Demenz empfehle ich den Heritium zusammen mit der Ernährung zu nehmen. Aura, die Zeit ist schon längst durch. Aber weißt du, was so spannend war und das Geniale an dieser Sendung ist, dass wir gezeigt haben, dass nicht nur ein Weg gibt in einer solchen Problematik von Alzheimer oder Demenzerkrankung, sondern dass es viele Ursachen hat, kausal, mhm. und dass man wirklich auf allen diesen Ebenen eigentlich arbeiten sollte, in der Prävention, aber eben auch, wenn die ersten Ansätze da sind. Und es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt Experten wie du, die das einfach auch wissen und umsetzen können oder Menschen begleiten können. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für diese Aufzählung von dieser Vielfalt von Möglichkeiten. In dieser Sehr Form gerne. Habe ich es noch nie gehört. Und ich denke, das ist jetzt wirklich im Bereich Alzheimer-Demenz die beste Sendung gewesen, die ich hier gemacht habe, weil sie wirklich so vielseitig ist. Herzlichen Dank, liebe Laura. Sehr gerne, Alexander. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es liegt an uns allen selbst, jetzt hier eigentlich das eine oder andere rauszuziehen und umzusetzen von der Entgiftung, von der Bewegung, vom Sinn des Lebens, von der Begeisterung, sich irgendwas wirklich mit Leidenschaft umzusetzen. Und alle diese Tipps von Mikronährstoffen und Omega-3 und einfach als Standard mal einzubeziehen, in unsere Ernährung reinzunehmen, um einfach hier eine Prävention zu betreiben. Und das ist meiner Erachtens wirklich das Allerwichtigste. Für das steht QS24 und deshalb machen wir auch gerne die Sendung für Sie. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.